Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Möglichkeit, wie Sie auf Ihre E-Mails zugreifen, ohne dass Sie sich jedes Mal in Ihren Browser anmelden. Sprich, wenn Sie einen Gmx-Account haben, dann müssten Sie ja jedes Mal auf die Webseite gehen, dann müssen Sie sich hier anmelden. Das gleiche bei 1&1 zum Beispiel, dasselbe. Müsste ich auch jedes Mal auf die Webseite gehen und muss mich einloggen, meine E-Mails zu lesen. Das können wir uns alles ersparen, und zwar gibt es jetzt seit kurzem die neue Version von den Opera Mailer. Das heißt, mit Ihren Opera können Sie nicht nur surfen, so wie ich hier, sondern Sie können damit auch Ihren E-Mail-Client hier installieren. Und das machen wir auch. Wir haben uns das jetzt einmal heruntergeladen. Den genauen Download-Link finden Sie natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Klicken das doppelt und Installation beginnt. Also hier annehmen und installieren. Und das Tolle ist, ich muss hier absolut nichts einstellen bezüglich meiner Zugangsdaten wie POP3, IMAP und das Ganze. Wenn ich das alles nicht kenne, dann muss ich das auch nicht machen. So, was wählen wir aus? Das heißt, wir wollen hier natürlich eine E-Mail erstellen, eine vorhandene, klicken hier auf Weiter. Dann geben wir hier unsere Zugangsdaten ein, unsere E-Mail-Adresse natürlich, die bestehende und die Organisation, die können wir natürlich auch auslassen. Dann klicken wir hier auf Weiter und Benutzername und Passwort. Jetzt nur noch das Passwort eingeben. Das andere lassen Sie alles so stehen und weiter, wieder weiter. Also es wird hier automatisch, wird hier alles erkannt, die Zugangsdaten, also die Einstellungen. Fertig und mehr ist es nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Mails und wenn ich hier im Posteingang klicke, dauert hier natürlich ein wenig, bis alle hier übernommen werden. Dann haben Sie hier alle Ihre E-Mails. Das heißt, Sie haben hier alles natürlich aufgeräumt. Ich kann hier natürlich auch noch jede Menge einstellen, wie das Design und natürlich auch sehr, sehr viele hier in dem Menü habe ich das Design natürlich und kann mir auch jede Menge Add-ons hinzufügen. So, jetzt stellen wir uns mal die Menüleiste ein und jetzt kann ich bei der Ansicht zum Beispiel kann ich hier alles einstellen. Sie sehen, es ist wirklich ein tolles Programm. Ich habe hier auch Termine, kann ich hier zum Beispiel auch dokumentieren. Und hier kann ich auch gleich direkt die Anhänge auswählen, ohne dass ich hier großartig alles anklicke. Also ich finde das toll, das E-Mail-Programm von Opera hier, weil ich hier sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Einstellungen machen oder vornehmen kann. Das heißt, angefangen von den Labels hier, wie dass ich kategorisieren kann, kann ich hier direkt die Anhänge hinzufügen, habe natürlich jede Menge Add-ons, die ich hier hinzufügen kann, natürlich. Und das Ganze ist hier sehr übersichtlich angeordnet. Das war es auch schon von uns. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.